Ja, als drittes und letztes Beispiel wollen wir uns anschauen die sogenannte Richardson-Extrapolation. Und dabei geht es darum, den Grenzwert einer Funktion zu berechnen. Und das schauen wir uns mal an. Genau. Also zu berechnen sei in diesem Fall der Limes h gegen 0 f von h für eine Funktion f, die wir aus irgendeinem Grund an der Stelle 0 nicht auswerten können. Und da werde ich Ihnen gleich ein Beispiel dazu geben. Okay, bekannt sei f von hk für k gleich 0 bis n. Und das heißt, wir tun genau das, was wir immer getan haben. Wir suchen uns ein Interpolationspolynom p, das an diesen Stellen, an diesen Stützstellen hk die Werte f von hk annimmt. Das heißt also, wir suchen ein p aus Pn mit p von hk gleich f von hk. Wir suchen den Grenzwert von f an der Stelle 0 und den approximieren wir durch den Wert des Interpolationspolynoms an der Stelle 0. Und genau das ist das, was hier vorne steht. Das ist die ganze Idee und ein kleines Beispiel dazu wollen wir uns anschauen, und zwar das sogenannte Romberg-Verfahren. Und zwar sei zu berechnen das Integral a bis b f von x dx für ein diesmal der Einfachheit halber unendlich oft differenzierbares f, sodass ich diese ganzen Bedingungen mir nicht angucken muss. Wir rechnen dieses Integral mal aus oder wir approximieren dieses Integral mit der zusammengesetzten Trapezregel. Und zwar machen wir das mit der Schrittweite h und bekommen eine Näherung f von h. Und dann setzen wir mal in unsere Fehlerformel ein und stellen fest, das Integral ist noch nicht genau genug und machen dasselbe nochmal mit der Schrittweite h halbe. Und im Implementationsteil werden wir uns nochmal klar machen, das geht sehr, sehr schnell und geht sehr, sehr einfach. Okay, das heißt also, wir haben jetzt zwei Näherungen für die Trapezregel, nämlich einmal die Trapezregel mit der Schrittweite h, also das heißt aufgeteilt in p-Teilintervalle und einmal hier aufgeteilt in 2p-Teilintervalle. Okay, das hat uns zwei Näherungen geliefert. Und wir wissen natürlich, das Integral a bis b f von x dx, das, was wir eigentlich raushaben wollen, ist der Limes h gegen 0 f von h. Ja, das haben wir beim letzten Mal gezeigt. Für h gegen 0 konvergiert tatsächlich diese Trapezregel gegen die zusammengesetzte Trapezregel gegen das echte Integral. Okay, gut. Wir berechnen das Interpolationspolynom, das an der Stelle h den Wert f von h annimmt und an der Stelle h halbe den Wert f von h halbe. Und das machen wir wieder mit Lagrange und stellen fest, naja, das p von x ist f von h mal x minus h halbe durch h minus h halbe. Ja, wie war das nochmal? Produkt über x minus die Stützstellen ungleich h. Gibt also in diesem Fall nur x minus h halbe durch h minus h halbe. Plus f von h halbe, ja, Stützstelle h halbe, mal das Produkt x minus die anderen Stützstellen, also x minus h, geteilt durch dasselbe Polynom h halbe eingesetzt, gibt gerade das, was hier vorne steht. Okay, wir approximieren unseren Integral hier vorne, also das Limes, den Limes h gegen 0 f von h, einfach durch den Wert des Interpolationspolynoms an der Stelle 0. Das heißt, das wäre minus f von h, wenn wir hier alles einsetzen, ja, wenn ich hier das 0 einsetze, steht hier minus h halbe durchgeteilt durch h minus h halbe, kürzt sich alles raus, gibt gerade insgesamt minus f von h, plus f von h halbe mal, naja, wenn ich hier 0 einsetze, steht hier 0 minus h durch minus h halbe, oh, ja, das gibt gerade insgesamt 2, also plus 2 mal f von h halbe. Das heißt also, meine Richardson-Extrapolation für diese Aufgabe hier vorne wäre eine bessere Näherung für das Integral als das f von h oder das f von h halbe, wäre das minus f von h plus 2 mal f von h halbe. Und da könnte man sich natürlich fragen, macht das denn wirklich Sinn? Also ist das, was da rauskommt, denn nun wirklich besser als das f von h halbe? Das wahrscheinlich die man naiverweise eigentlich als Approximation akzeptiert hätte. Und wir werden hinterher sehen, ja, das ist tatsächlich so. Und die Erklärung ist als folgende. Wie können wir das erklären? Wir machen das, was wir immer gemacht haben, wir auch in Taylor-Entwicklung. Ja.
Das heißt, wir nehmen mal an, dass f ist ausreichend häufig differenzierbar. Ja, das Groß f und das folgt hier sofort daraus, dass das Klein f ausreichend häufig differenzierbar ist. Das Groß f von h können wir schreiben als f von 0 plus h mal f' von 0 plus h² halbe mal f2' an irgendeiner Zwischenstelle xi1. Das f von einer halbe können wir schreiben als f von 0 plus h halbe mal f' von 0 plus h² achtel mal f2' von xi2. Warum steht hier vorne ein h? Vielleicht auch nur ein h? Naja, wir haben bereits gezeigt, die Genauigkeit der Trapezregel, der zusammengesetzten Trapezregel, ist tatsächlich ein Groß O von h. Das heißt also, ja, das ist tatsächlich die Entwicklung, die wir da haben. Okay, gut, wir setzen ein, unser p von 0, das Interpolationspolynom haben wir ausgerechnet, unser p von 0 ist f von 0, es ist minus f von h plus 2 mal f von h halbe. Wenn ich das hier einsetze, gibt das hier erstmal ein minus f von 0 plus 2 mal f von 0, gibt insgesamt ein f von 0. Dann haben wir stehen ein minus h mal f' von 0 plus 2 mal h halbe mal f' von 0. Nein, dieser h-Term hier vorne geht tatsächlich genau weg, okay. Und dann haben wir hier vorne ein h² halbe f2' von xi. Na, das gibt insgesamt ein h². Ich glaube, habe ich vorhin hinterher das vergessen. Gibt hier insgesamt ein minus h² halbe f2' von xi1. Ah ja, genau, das ist das hier vorne, genau. Plus ein h² viertel mal f2' von xi2. Ja, und da habe ich einfach nur diese Terme hier vorne eingesetzt in diese Formel der Richardson-Extrapolation. Okay, das heißt, was kommt da raus? Wie sieht unsere Näherung am Ende tatsächlich aus? Die ist von der Form f von 0 plus ein Groß O von h². Denn dieser h-Term hier vorne, der ist ja gerade weggegangen. Wir haben das tatsächlich alles hier so geschickt hingeschrieben, dass dieser h-Term weggegangen ist. Okay. Jetzt wieder zurück. Was wollen wir eigentlich? Wir wollen unser f von 0 ausrechnen, nämlich das Integral a bis b f von x dx. Und die Fehlerordnung, das heißt dieser Exponent oben im h, der soll möglichst groß sein. Ja, und wir sehen tatsächlich in diesem Fall, wir sind angefangen mit einer Fehlerordnung von h. Ja, hier vorne war die Fehlerordnung h. Und jetzt haben wir die beiden so geschickt tatsächlich aufeinander addiert, dass wir jetzt eine Fehlerordnung von h² haben. Und ja, wir können also hoffen, das Ganze geht wesentlich schneller gegen 0. Und wie gesagt, auch das können Sie sich im Implementationsteil einmal kurz anschauen.